Servus Freunde und herzlich willkommen zum 28. Quickie mit Ingmar. Dies ist der Beginn einer Videoserie namens Wie funktioniert das? In der heutigen ersten Folge schauen wir uns ein Servosignal an. Also das, was über das dritte Äderchen zu unseren Servos fließt. Wir haben ja einmal Masse, Minus, einmal Versorgungsspannung, also Plus. Und dann gibt es ja da noch so eine weiße Ader, / gelbe Ader, je nach Servohersteller. Und nennt sich Signalader. Was ist denn da drauf? Ist da eine Spannung drauf? Fließt da ein Strom? Sind da viele komplizierte Impulse drauf? Schauen wir uns an. Um das sichtbar zu machen, braucht man ein Oszilloskop. Jetzt kann ich nicht davon ausgehen, dass jeder weiß, was ein Oszilloskop eigentlich ist, was das kann, was das macht und was man da eigentlich auf dem Bildschirm sieht. Im Augenblick tut es nichts. Das sehen wir. Das Einzige, hier gibt es so einen kleinen dunklen Punkt, der da langläuft. Diese Achse, dieser Punkt, der jetzt darüber läuft, das ist unsere Zeitachse. Also ein Oszilloskop misst eine Spannung, das zeigt es dann in der Höhe an und dieses zeichnet es auf über die Zeit. Wenn ich also diesen Tastkopf hier kurz mit dem Finger berühre, dann sehen wir, da gibt es Ausschläge. Und die kann ich jetzt zeitlich bewerten. Hier vorne habe ich nicht angefasst, da habe ich angefasst, da nicht, da habe ich angefasst, da nicht, da habe ich angefasst und so weiter. Also es misst Spannungen oder auch ganz komplizierte Signalformen und zeichnet die der Reihe nach zeitlich nacheinander, exakt zeitlich nacheinander auf. Das ist jetzt ganz simpel das, was ein Oszilloskop macht. Also eigentlich ein Voltmeter, aber mit der Darstellung über die Zeit. Wenn wir da unser Servosignal drauf sehen wollen, muss ich das da erstmal anschließen. Was habe ich? Ich habe einen Sender logischerweise. Ich habe einen Empfänger, der ist da dran gebunden. Und ich habe ein Servo, das kann ich betätigen. Und an dem Servo hängt auch noch ein V-Kabel, Y-Kabel, wie immer man das bezeichnen will, sodass ich hier an die Signale rankomme. Ich habe mir hier die beiden Signale, nämlich einmal Masse und einmal die Signalader, rausgeholt und schließe das jetzt einfach mal an. Das Oszilloskop hat auch einen Masseanschluss und einen Tastanschluss, also über diese Tastspitze misst es dann das Signal. Ich kann also hier erstmal Masse anschließen. Damit weiß das Oszilloskop schon mal, wo habe ich denn meinen Massebezug. Und da klemme ich jetzt hier mal die Signalader drunter. So, jetzt sehen wir, noch nicht viel. Das liegt nun daran, dass das Oszilloskop verschiedene Darstellungsformen und auch Zoomfaktoren hat. Jedes Oszilloskop, egal ob es so ein kompliziertes ist wie dieses hier oder ein ganz einfaches, hat zumindest mal zwei Einstellungen. Eine steht hier unten, 10 Volt. Das bezieht sich immer auf so ein Kästchen. Jetzt haben wir hier 10 Volt pro Kästchen. Aus unserem Servoanschluss vom Empfänger kommen aber keine 10 Volt raus. Also drehen wir das mal ein bisschen hoch. Hoppala, falsche Richtung. Stellen wir es mal auf 1 Volt pro Kästchen. So, jetzt sehen wir schon eine ganze Menge mehr. Oder eigentlich auch nicht. Es gibt nämlich noch eine zweite Einstellung. Die steht bei diesem Oszilloskop hier oben. 1,000 Sekunden. Auch diese Zeitangabe bezieht sich auf eine Kästchenbreite. Das heißt, jetzt misst das Oszilloskop eine Sekunde lang von einem Kästchen zum anderen. Sieht man auch so in etwa, wie der Strich dort vorbeiläuft. Das ist natürlich viel zu viel passiert da innerhalb von einer Sekunde. Also drehen wir da mal ein bisschen dran. Oh, da kommen schon Impulse. Ich drehe mal so weit, dass wir da zwei Stück drauf haben. Das sind in der Tat unsere Servoimpulse. So schauen die aus. Gucken wir sie uns etwas näher an. Bevor so ein Impuls kommt, liegt der Pegel hier unten, das ist 0 Volt. Dann kommt der Impuls, der Pegel steigt an. Wir wissen schon, hier unten steht pro Kästchen, also 1 Volt pro Kästchen. Macht also 1 Volt, 2 Volt, 3 Volt. Wir haben hier 3 Volt Signale. Üblich sind übrigens auch 3,3 Volt. Aber Yeti aus den Rex-Empfängern kommen 3 Volt Impulse raus. Geht also hoch auf 3 Volt, bleibt dort für einen Moment, fällt dann wieder runter auf 0 Volt, bleibt dort eine ganze Weile bei 0 Volt
und dann wiederholt sich das Spielchen. Wir haben ja eben schon gesehen, diese wiederholen sich da tatsächlich. Okay. Und was macht unser Servo daraus? Zählt der die? Nein. Der Titel von diesem Video, Servosignale, und darunter stand ja noch PWM. Und das ist der Schlüssel dazu, was unser Servo hier eigentlich sieht und was das Servo auswertet. PWM steht für Pulse Width Modulation oder auf Deutsch Pulsbreitenmodulation. In der Tat misst das Servo die Breite dieses Impulses und leitet daraus ab, auf welche Position es sich stellen soll. Wenn ich also hier meinen Gasknüppel, ihr seht, Servomonitor, Kanal 1, wir sind bei minus 100%. Wenn ich den jetzt nach oben schiebe, geht sowohl unser Balken hier im Servomonitor nach oben, das Servo dreht sich und unsere Pulsbreite von dem Servosignal ändert sich. Ganz unten bei minus 100%, wir haben hier oben die Maßeinheit pro Kästchen in dieser Richtung, 2 Millisekunden. Also von hier nach da sind 2 Millisekunden. Momentan haben wir von hier bis in die Mitte, also 1 Millisekunde. Wir können unseren Yeti-Sender dazu veranlassen, uns das sogar anzuzeigen. Dazu drückt man hier im Servomonitor einmal und noch einmal auf diesen mittleren Knopf. Und dann zeigt uns der Sender hier oben in Mikrosekunden in dem Falle die Pulsbreite an. Jetzt sind wir bei 2000 Mikrosekunden, also 2 Millisekunden. Auf dem Oszilloskop haben wir eine Kästchenbreite, 2 Millisekunden. Das passt. Oder in der anderen Ecke hat unser Sender sagt eine Millisekunde, 1000 Mikrosekunden. Wir haben hier eine halbe Kästchenbreite. Das passt also richtig schön zusammen. Und das Servo, wie eben schon erwähnt, misst die Breite. Das heißt, das Servo sieht, da geht das Signal nach oben, startet einen Zähler, wartet, bis das Signal wieder runtergeht, stoppt den Zähler. Dann weiß es, wie breit ist dieser Impuls und stellt dann entsprechend seinen Servoarm auf die entsprechende gewollte, von uns gewollte Position. Jetzt gibt es bei so einem Servosignal noch einen Parameter, den wir erstens im Yeti-Sender einstellen können, oder besser gesagt im Empfänger, und der zweitens auch eine Rolle spielt. Das ist nämlich die Wiederholfrequenz. Wie oft kommt denn dieser Impuls? Ich habe jetzt hier eingestellt 20 Millisekunden, also für analoge Servos. Gucken wir mal. 2 Millisekunden pro Kästchen, also von hier beginnend, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 Millisekunden. Das ist also ein analoges Servosignal für analoge Servos. Das geht immer. Das funktioniert bei digitalen Servos, das funktioniert bei analogen Servos. Analoge Servos sind ein bisschen empfindlich, wenn diese Pulsfolge zu schnell kommt. Weil damals die analogen Servos keinen eigenen Controller intern hatten, der da irgendwie das Timing managte, sondern die haben sich einfach an dieser Pulsfrequenz orientiert und da ihr internes Timing drauf ausgerichtet. Mache ich die jetzt zu schnell, dann müssen diese armen alten Analog-Servos auch viel schneller arbeiten und dann gehen sie kaputt. Nicht gut. Aber diese Impulsfrequenz, diese Wiederholfrequenz lässt sich einstellen. Gehen wir da mal rein. Das müsste, hoppala, Geräteübersicht, Rex 3, Haupteinstellungen. Da finden wir die Impulsgeschwindigkeit, 20 Millisekunden. Das ist diese Zeit. Gehe ich da rein und ändere hier den Wert. Ihr müsst jetzt mal da gucken und mit dem anderen Auge da oben. Dann sieht man, das Oszilloskop zeigt das sofort an. Das schnellste, was Yeti übrigens kann, ist 5 Millisekunden. Wir gucken nochmal, 2 Millisekunden pro Kästchen, also 2, 4 und ein halbes, 5 Millisekunden. Das ist schon arg fix. Üblich bei Digital-Servos sind durchaus 10 Millisekunden.
Wer sich nicht hundertprozentig sicher ist, ob er ein Servo, ein Digitalservo hat, was tatsächlich 10 Millisekunden kann, die meisten können es, kann dann natürlich irgendwo bei 15 Millisekunden hingehen oder die Standardeinstellung von Yeti wäre 17 Millisekunden. Auto gibt es natürlich auch noch. Oh, was ist denn da für ein Durcheinander? Auto, da steuert nicht die Impulsgeschwindigkeit der Empfänger, sondern der Sender. Und da es ja zwischen der internen Abarbeitung des Empfängers und des Senders leichte Diskrepanzen geben kann, nicht nur geben kann, sondern es gibt sie, kommt es in der Tat zu diesem sogenannten Jitter. Der steht so still, weil mein Oszilloskop hier den sogenannten Trigger draufgelegt hat, das ist dieses T hier oben, der wird festgenagelt und der nächste und übernächste und wenn ich das noch weiter ziehe, die nachfolgenden richten sich dann optisch nach diesem hier. Wir sehen, da ist eine gewisse Unruhe drin, da fehlt sogar manchmal einer. Das hat damit zu tun, dass so dicht wie der Empfänger jetzt gerade hier am Sender liegt, nicht unbedingt alle Datenpakete durchkommen. Und jetzt ist der Ausgang des Empfängers gesteuert vom Sender. Also das, was hier an Impulsen rauskommt, ist der Impuls, der auch vom Sender weggeschickt worden ist. Das sieht erstens ein bisschen unordentlich aus. Zweitens ist es das auch. Und drittens würde ich das auch nicht unbedingt empfehlen, wenn da noch eine weitere Elektronik, wie zum Beispiel ein Flywireless-System, dranhängt. Das geht nämlich davon aus, dass das hier in einem festen Verhältnis kommt, in einem sauberen Verhältnis. Und deswegen würde ich Auto in dem Falle nicht nehmen, sondern eben eine feste Frequenz, 10 Millisekunden zum Beispiel, die wird jetzt vom Empfänger generiert und gleich damit Übertragungsprobleme, Jitter, was es da alles auf dem Weg vom Sender zum Empfänger gibt, komplett aus. Wir sehen das, die Signale stehen wie eine 1 auf dem Signal, die Breite stimmt, der Abstand stimmt. Das war das Geheimnis eines Servosignals, bestehend aus Spannung, die keinerlei Einfluss hat auf unsere Servoposition. Sie muss nur hoch genug sein, damit das Servo sie auch erkennen kann. 3 Volt ist schon nicht sehr hoch. Früher hatte man 5 Volt, da war das etwas leichter. Kann also sein, bei alten Servos, die könnten unter Umständen mit diesem 3 Volt Pegel nicht ganz klarkommen. Aber Spannung muss nur da sein. Die absolute Höhe spielt erst einmal keine Rolle. Die Breite des Impulses ist das, was uns interessiert und auch das Servo. Da steckt die Servoposition drin. Und der Abstand von einem Impuls zum nächsten Impuls, also der zeitliche Abstand, wann sich der Impuls wiederholt, die sogenannte Impulsgeschwindigkeit oder Impulsfrequenz, die ist wiederum nicht ausschlaggebend für die Servoposition, aber für die Geschwindigkeit, wie schnell eine kurze, heftige Steuerbewegung am Knüppel umgesetzt werden kann. Kommt der Impuls sehr langsam, also alle 20 Millisekunden zum Beispiel, dann dauert das unter Umständen etwas länger, bis das Servo auf Steuerbewegungen reagiert. Ist der Impuls schneller, reagiert das Servo schneller auf unsere Steuereingaben. Das fühlt sich sozusagen direkter an. Das ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Impulsfrequenzen. Aber die Impulsfrequenz oder Impulsgeschwindigkeit muss passen zu den Servos. Habe ich also ein einziges, echtes, altes Analog-Servo im Modell, dann bitte lieber auf 17 bis 20 Millisekunden einstellen. Drüber ist nicht notwendig. Mit 20 Millisekunden, das war früher Stand der Technik, kommt jedes alte Analog-Servo klar. Mit den schnelleren, nur die moderneren digitalen Servos. Das war Teil 1 von Wie funktioniert das? Schauen wir mal, was mir da einfällt in dem nächsten Wie funktioniert das Video? In diesem Sinne, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch eine angenehme Zeit, hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr reingekommen und verbleibe euer Ingmar.